Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Tagchen, meine lieben Zuschauer. Es ist mal endlich soweit. Die Axolotl stehen im Mittelpunkt nach, ich weiß nicht wie vielen Videos. Und wegen Videostauen, das tut mir auch so schrecklich leid. Aber es geht sich auch nicht eigentlich um die beiden Leben, sondern um ihr... Oh, ich muss mich jetzt zurück so. Um ihr Becken, aber nicht dieses Becken, sondern ihr Sommerbecken, wo sie nämlich hinziehen werden, weil das nämlich hier dann leider zu gefährlich warm wird und ich die Temperatur nicht richtig runterkriege. Und jetzt hört man im Hintergrund, dass der Kater irgendwo rumturnt. Auf jeden Fall werde ich heute ein bisschen das andere Sommerbecken, was auch deutlich größer ist, das seht ihr nachher noch ein bisschen rumfahren und dann auch aufbauen und dann auch dafür sorgen, dass sie da bald reinziehen können. Wir haben momentan hier 17,6 Grad, wie man das da sieht. Ist noch schön kalt natürlich, aber es fängt ja auch erstmal gerade warm an zu werden. Also so richtig warm, weil wenn das draußen anfängt dann sich zu erwärmen, dann ist das hier mit meiner Dachschräge nicht gerade super toll. Und ich will die Kleinen auch nur beschützen, dass ihnen ja nichts passiert. Und deswegen müssen sie umziehen. Ein kleiner Zwischenschnitt zu Prinz Pedro, den ich jetzt so liebevoll nenne. Und er sieht wirklich gut aus. Und ist auch wieder schön fit und hat keine Anstalten rauszugehen, aber ich werde ihn nämlich jetzt füttern, denn es ist Fütterungszeit. Eigentlich die Ara, mit der war ich auch schon heute Fahrradfahren, aber das habt ihr in Vlogs jetzt schon so oft gesehen und gehört wie gesagt zu meiner alltäglichen Routine. Wobei natürlich, es steht eigentlich jeden Tag an bei gutem Wetter, das ist keine Frage, auch bei schlechten oder wenn es mal dunkel ist und Nacht und sie muss dann noch bewegt werden, mache ich das auch. Aber hier für einen kleinen Pedo, da kriegt ihr ja auch bald neue Kerzenvideos. Ne, mein Süßer, ein bisschen so schön, aber da ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin und niemand hier, Entschuldigung, dann muss ich dich jetzt einmal füttern, ne? Und du hast so ein hübsches Gesicht und du bist so verschlafen. Guck mal, das kriegst du jetzt, hm? Oh, riecht das lecker. Oh, ja. Der Piero frisst nämlich hier von Animonda Cani. Ich habe hier gerade eine Senior-Dose, weil... Naja, ich hole die Adult- und die Senior-Dosen, weil es die verschiedenen Geschmäckern gibt. Er frisst aber beides eigentlich gleich gut und gerne. Aber Kitten verfüttere ich jetzt nicht. Obwohl ich sehe da nicht immer einen Unterschied drin, was man dem Tier dann für Altersphase füttert. Außer es liegen bestimmte Erkrankungen vor. Ne, mein Schnuckelbutz... Mein Prinz Pedro, und dann muss er jetzt eben schnell gefüttert werden. Das ist dann mal heute Einzelfütterung bei dir. Er macht immer schon automatisch Sitz. Ich wollte es eigentlich gerade sagen, aber da die Ara dann auch immer hier frisst und beide dann gleichzeitig fressen, ist es eben halt so, dass sie dann wirklich beide Sitz machen müssen. Klar, der Kater, der wartet nicht, aber sie wartet auch immer, wenn ich das Freizeichen gebe, dass es okay ist, ne? Und du schnurst. Jo. Hm? Lecker. Oh, ja, die Kamera an, sie waren super. Also hier dann mal die Mama, die muss jetzt mal eben sich um die Axolotl kümmern. Ne? Und du frisst mal in Ruhe. Ich bin heute Abend wieder da. War jetzt die ganze Zeit mit meinem Cousin. Sag mal hallo. Hi. Hallo. Habe ich jetzt hier mit meinem Auto zweimal die ganzen Sachen hinten im Kofferraum geschleppt. Und da kommen andere Autos, denn wir haben das jetzt ganz nach oben in den Stock, ganz oben transportiert. Warum ist es dunkel? Und wir haben es aufgebaut, ne, das Aquarium. Das zeigen wir den Zuschauern. Ne? Machen wir. Habe ich nicht einen coolen Cousin? Ich habe so einen coolen Cousin. Tada! Es ist aufgebaut und vollbracht. Wir haben jetzt dafür zwei, drei Stunden gebraucht. Ne, zwei Stunden, ne? Zwei Stunden. Das ist ein auf jeden Fall größeres Becken wie bei mir zu Hause. Man muss dazu sagen, die Beleuchtung fehlt, weil die Klemmleuchte und alles habe ich bei mir noch zu Hause. Und das muss jetzt erstmal wieder einfahren. Also wir haben auch anderen Gravel hier drin und die Pflanzen, die man gar nicht sieht, weil es so dunkel ist. Und die Temperatur ist hier halt sehr kalt. Und es kann auch dauerhaft hier kalt bleiben, denn die liebe Mamun, die behält die Axolotl nämlich über die Sommerzeit. Und da werden sie es gut haben. Vor allem, weil im Hintergrund jemand kocht. Weil nämlich hier auch wirklich die Tiere sicher sind und ich keine Angst haben muss, dass es zu warm wird. Und beim Einzug, also beim Umzug, werdet ihr auch wieder dabei sein. Und es hat so lange gedauert, die Pumpe da anzubringen. Aber das werde ich nochmal sichern, wenn ich die demnächst hier rumbringe. Und da haben wir Wasser geschleppt. Und hier ist eine mega große DVD-Sammlung übrigens. Ich habe nur Nerds als Freunde. Ja, ich musste das sagen. Das sieht doch, schaut euch das hier an. Das ist so riesig und groß. Was sagst du dazu? Super. Ist geil. Ist geil. Ich habe nur Nerds und Hakus als Freunde und dann ist das selbstverständlich. Ich hoffe wirklich, die Kleinen werden, ja, die werden sehr viel Spaß haben und nicht noch weiter wachsen.
Weiß ich nicht, weil ich noch ein größeres Aquarium herholen soll. Ja, und jetzt können wir uns wieder auf Socken machen nach Hause und dann auch mit dem Hund und nochmal mit der Axolotl die füttern. So, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ja, Navi nach Kamplinfort fahren. Der geilsten Stadt der Welt. So sieht's hinten aus. 20 Metern abbiegen. Ja, totales Chaos. Da war sonst immer Ara. Ara. Da muss ich noch eine Hundebox hinstellen. Findest du jetzt, wie ich mich anschneide? Ist sehr wichtig. Schneidet euch immer an, Kinder. Immer anschneiden. Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Fäll mich mal noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir uns leider verfahren, Leute. Toll, ich hätte eine rechts nehmen müssen. So sieht die Miopie aus. Ich kenne mich super aus. Ich kenne mich super aus hier. Ist auch eine sehr schöne Gegend hier. Ist jetzt, oh, es ist grün. Hätte ich vielleicht losfahren müssen. Jetzt müssen wir irgendwie einen Umweg fahren, aber wir schaffen das, weil Kamplinfort ist nicht groß. So Leute, ihr könnt jetzt mit uns noch den wunderschönen Sonnenuntergang bestaunen. Natürlich ist die Sonne jetzt hinter dem Berg verschwunden. Super, wir fahren den ja jetzt entgegen. Boah, ist das nicht schön, Leute. Wir werden super geblendet. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, ja. Yay, es ist so spät, die Sonne geht unter. Auf. Es ist dunkel geworden im Vlog. Hier haben wir Ara, die darauf wartet, dass wir zusammen mit dem Fahrrad natürlich wieder fahren. Es war eine kleine abendliche Runde zum Abschluss. Jetzt macht es auch für den Sitz. Und wir sehen, wenn wir das hier mal drehen, gerade hier im Bild, bitte steh jetzt nicht auf. Hier an Aras Geschirr haben wir keinen GPS-Tracker, wie mich das manche auf der Hundewiese angesprochen haben. Ist so ein Blinklicht. Da, das leuchtet so schön. Und das kann man dann verschieden einstellen. Das ist ganz toll. So, aber jetzt braucht sie es nicht, weil so dunkel ist es jetzt nicht. Das sieht nur im Video so aus, denn wenn wir mal hier nach oben schauen, es ist eigentlich hell, nur in der Kamera ist das wieder anders. Ne, Schnucki? Dann machen wir jetzt einen kleinen abendlichen Rundgang. Mein Hund und ich draußen und da hinten seht ihr die Sonne aufgehen und hier wird ein Bahnhof in Kamplinfort gebaut. Kamplinfort kriegt vielleicht seinen ersten eigenen Bahnhof und hinter mir fahren eben Autos, deswegen nicht erschrecken. Ara, komm mit, komm. Und wir fahren jetzt halt noch ein bisschen die abendliche Runde. Normal ist sie auch viel kleiner. Und wir sehen, ich bin eigentlich viel zu schnell, weil ich mit einer Hand fahre. Aber sonst könnt ihr den Hund nicht sehen und ich kann mit ihr bedenkenlos so fahren. Also ist überhaupt gar kein Problem. Und wir fahren jetzt noch diese Strecke. Die sieht man gar nicht. Da hinten kann sie kurz ein bisschen frei rumlaufen, aber ich denke mal, gleich muss ich sowieso das Blinklicht anmachen. Da hinten hört man meinen Hund sich schütteln und es blinken. Ja, ich habe den Blinker jetzt doch mal angemacht. Und wie gesagt, normal hatte sonst ein Leuchtje an, aber jetzt mal nicht beim Geschirr. Aber wenn das wirklich jetzt Abendstunden wäre, 10 Uhr, dann hätte es aber trotzdem noch ihr Leuchtje an. Aber man kann es auch noch sehr gut erkennen. Und ich habe gerade gesagt, die Sonne geht auf. Die geht aber eigentlich da hinten unter. Hey Schnucki? Nee, die Mama will jetzt nicht mit dir spielen. Ich werde jetzt nicht mit dir hier rumturmen. Habe ich schon heute einmal gemacht. Ich bin jetzt zu Hause im Hellen, im Becken, bei mir, bei den Axolotln. Worum es auch eigentlich in diesem Vlog geht. Aber ja, ihr seht sie hier wieder am Ende. Und zwar ohne Zähnchen und Babeline. Die beiden warten nämlich, denn es wird noch etwas zu mampfen geben. Mampfen, mampfen, mampfen. Und hier auch, es sieht so leer aus. Und schaut euch das an! Das ist mir nie aufgefallen. Wir haben da hinten schöne Algen. Und die müssen unbedingt von mir weggeputzt werden. Also wenn jetzt hier sowieso, wenn die Axolotl umgezogen sind, dann wird hier das Becken entleert und dann tut die Kompletto gemacht. Und ich werde dann sowieso hier den ganzen Sand dann auch säubern. Aber man sieht erstmal, wie dreckig das ist. Ich habe jetzt auch bisher, seit ich das erste Mal die Schnecken hatte, ja gut, ich hatte dann nochmal zwischendurch Schnecken, aber zweimal, aber die fehlen halt wirklich, weil das Becken auch dementsprechend aussieht. Man hat ja auch keine andere Möglichkeit, bei Axolotln dagegen anzugehen, weil man darf halt nichts ins Becken tun, denn das Ganze darf nicht chemisch oder so zugesetzt werden, da die Kleinen sehr empfindlich sind. Wir haben hier meine wunderschöne Ohne-Zahnkette. Die habe ich dann auf Anregung von Nadine, glaube ich, war es, hier am Becken gehängt. Hier in der Mitte konnte ich das ja machen. Da und hier haben wir meine große Ohne-Zahn-Figur. Und
das Becken ist im Gegensatz zu dem anderen, wie man es wahrscheinlich dann sieht, klein. Und wer ist denn da schon in den Startlöcher? Der ohne Zahn. Ich glaube, wenn ich jetzt hier die ohne Zahn, ihr wisst ja, das, oh, das letzte Video. Hier, wenn ich jetzt hier mit meiner... Lululu, hast du Hunger? Oh, ich habe Hunger, bitte fütter mich. Ja, aber ich muss erst hier dein Essen fertig machen. Sonst schnappst du nämlich danach. Na, seht ihr? Weil die immer denken, das wäre was zu essen. Oder die schnappen wie immer nach dem Pflanzenzeug. Aber ich habe die nicht lebendigen Pflanzen hier mal drin gelassen, denn ich werde die noch später ins andere Becken umsetzen, aber vorab die richtigen Pflanzen wegen der Wasserwerte und Bubbles versteckt sich da drin. Und da sehe ich gerade noch, da muss ich was an der Pflanze sauber machen. Kann ich das so rausholen? Ich schaffe das. Ja, jawohl, ich habe es geschafft. Und das kommt jetzt in den Müll. Aus den Tiefen des Gefrierschrankes hole ich nun hervor Futter. Und zwar haben wir hier Stinte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Futter für die Axolotl. Und das werde ich dann hier kurz vorbereiten, weil das ist natürlich noch ganz kalt. Und müssen wir alles auf Raumtemperatur bringen. Gefrorene Fischis? Nicht gefrorene Fischis. Man weiß gar nicht, wo Bubbles eigentlich hinschaut. Nein, das kann man gar nicht sehen. Denn jetzt gibt es nämlich Happa Happa. Sie kann es gar nicht einfach so, oh mein Gott, ich muss da sofort hinschwimmen, weil es gleich was zu fressen gibt. Hier, ich habe jetzt mal hier ein Stückchen. Ich hoffe, man sieht das in dem dunkel belichteten Teil des Aquariums, hier oben. Seht ihr das? Und, nein, ja, hier, bitte, jawohl. Erstes Stückchen weg. Zweites Stückchen weg. Drittes Stückchen weg. Viertes Stückchen weg. Ohne Zahn macht nam 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 nam. Und frisst alles auf einmal auf. Lecker. Im Dunkeln lässt sich das ganze Prozedere auch nicht filmen. Hier ist die dunkle Seite. Da ist die Helle. Kommt zur Seite der Macht. Und hier haben wir Bubbles. Die liebt nämlich die Dunkelheit. Dödem. Dödem. Dim, dim, dim. Ohne Zahn ist da hinten wieder Blätter, alles klar. Dödem. Dödem. Nein, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Ja, Tackle, los, das schaffst du. Komm, hier. Nein, Bubbles, falsch. Ja. Ja, komm, du musst. Manchmal denke ich, die haben ein IQ von. Keine Ahnung. Ist kein Wunder, dass die ausgestorben sind. Jetzt zieh. Ja, wie ein Krokodil. Die Todesrolle. So, der Rest ist jetzt hier für ohne Zahn. Ich ist auch schon da. Dann komm. Jawohl, den. Den kannst du hier auch, ne? Hast du das? Oh, sollten nicht beide immer zusammen. Da habe ich Angst, dass der eine dem anderen dann was abpackt. Funktioniert's? Es wird gebissen. Es wird, ja, sollte ich noch ein bisschen vielleicht dabei helfen? Oder geht das? Du schwarzes Monster. Bubbles, bring dich in Sicherheit. Ich helfe dir, warte. Nee, ja toll, dann ist es weg. Na super. Und hier kann man mal sehen. Die waren mal so winzig. Es ist Wahnsinn. Und dann haben wir immer noch die Macke. Es wird auch nie wieder so normal wachsen, wie es mal war. Aber das ist halt einzigartig und passt auch zu ohne Zahn. Bis auf den Punkt, dass ohne Zahn kein Männchen ist, sondern ein Weibchen. Mein ganzes Aquariumzubehör habe ich jetzt auch abgegeben. Also mitgegeben, weil man muss es ja auch so sehen, ich habe richtig zwei Aquarien. Also ich habe komplette zwei Pumpen, ich habe zwei Becken, ich habe hatte mal mehrere Lampen, aber die eine ist dann kaputt gegangen. Jetzt habe ich nur noch die, die halt zur Hälfte wirklich, die eigentlich nur für Nanobecken geeignet ist. Deswegen brauche ich noch eine größere, vor allem bei den vielen Pflanzen in einem anderen Becken. Bitte beißt euch nicht, da habe ich nämlich jetzt gerade ein bisschen Angst. Aber auf jeden Fall ist das alles hier gerade ein bisschen leerer. Nichtsdestotrotz, wenn die dann hier rausgehen, wird das alles schön ordentlich geputzt. Das stört mich so sehr. Aber wenn man halt Pflanzen hat, sieht man nicht, dass hinten halt so viel da ist. Obwohl es nur da ist. Also da, wo das Licht ist, sieht man eklig. Nicht eklig. Eklig? Nicht eklig. Aber gut, das wird sich alles dann noch machen lassen, weil im Aquarium hat man sowieso immer eigentlich was zu putzen. Oder sprich zu reinigen. Das hört sich viel besser und passender an. Hier unten haben wir dann auch noch, das möchte ich jetzt später noch filmen, hier zum Testen diesen Mulmsauger. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass der doch nicht so gut sein sollte, weil ich wollte mich jetzt einfach mal selber überzeugen. Ne? Vor allem, weil ich jetzt hier den weißen Kies
reinige. Und wer sich gerne weißen Kies, sprich Gravel, ist ja hier Gravel, holen möchte, der sei, also ihm sei gesagt, das ist eigentlich gar nicht für Anfänger geeignet, weil ich finde, dass er sehr, sehr schnell schmutzig wird und man deswegen immer beim Saubermachen beschäftigt ist. Und vor allem jetzt auch wegen den Algen, weil ich halt keine Schnecken habe oder andere Sachen. Ich meine, Garnelen, die würden die fressen, mal abgesehen davon. Aber nun ja, sonst habe ich jetzt nichts Großartiges noch dazu zu sagen. Mein Aquariumpumpe-Technik kennt ihr ja hier und habe ich auch in meinem anderen Becken, natürlich ein anderes Modell hier von Tetra Tech. Dann die Pumpen, die Außenpumpen, die sind super gut. Da verlasse ich mich auch immer noch drauf und da gibt es auch weniger gesauere, sprich Verschmutzung, wenn ich es dann auch wirklich sauber mache. Hier haben wir den Rest an Schläuchen, ein bisschen Zubehör dann noch und hier und ah! Hier haben wir das erste, also das Schneckenhaus von, ja, jetzt ist eine gute Frage, wie der Schneckenmann hieß. Ihr durftet ihn damals benennen. Ist der Macintosh oder so? Ja, es tut mir leid, ich habe die Namen der Schnecken vergessen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 1-2 Jahre her. Aber hier die große Schale, die habe ich dann behalten. Die fand ich so cool. Und die werden jetzt auch im nächsten Becken dann auch mit Schnecken vergesellschaftet. Oder zumindest versucht es man da. Aber man muss halt gucken, dass die Schnecken groß genug sind. Und ja, sie sind jetzt in Bewegung, weil es jetzt auch gerade was zu fressen gab. Und da sind die Axolotl immer sehr happy drüber. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Zuschauer, an dieser Stelle. Bleibt aktuell. Freut euch auf weitere Axolotl-Videos in Zukunft. Und auch in der Vergangenheit habe ich viele hier auf meinem Kanal zum Schauen für euch bereit. Da könnt ihr am Ende einfach auf die Playlist und die vorgeschlagenen Videos draufklicken. Ich würde mich über ein Abo freuen. Mich gibt es auch auf Facebook und Instagram. Da gibt es auch Bilder von den kleinen Wasserdrachen hier. Und ohne Zahn ist wie immer ganz dunkel hier und schwarz. Super schön und sieht immer klasse aus. Lasst ein Like da und sogar noch einen Blick in die Kamera hier. Mein Gott, ich werde nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Den nächsten Umzug jetzt auch ins Sommerbecken werde ich auch in einem Vlog reinpacken. Und freut euch auf mehr. Bis demnächst.